So spannend, oder die beiden? Was für eine Philosophie und welche Visionen die Herren haben. Viel Spaß jetzt beim zweiten Teil des Interviews von Tweet It. Und hier erfährst du, wie du dich als vegetarische Person sehr proteinhaltig ernähren kannst, also wie du deinen Proteinersatz bekommst. Und wir gehen auf das Beispiel Schwangerschaft ein. Erfahrt, wieso die Preise der Boxen völlig gerechtfertigt sind und auf welchen Aufwand auch Niklas und Jan betreiben. Wie kannst du auch deutschlandweit von Tweet It profitieren? Erfahrt, wie lange es Tweet It schon gibt und wie lange Vorlauf bestand, um so eine tolle Gründung zu erreichen. Und zu guter Letzt erfahrt ihr, was mich besonders freut, mit welchen Visionen Tweet It arbeitet und welche Kooperationen Tweet It plant. So viel vorweg, es geht darum, ein Spezialistenteam aufzubauen, die auch ab und an mal wieder Blogbeiträge schreiben. Tweet It arbeitet bereits mit Ärzten. Und ich freue mich, an Bord zu sein als Faszienexpertin und dir da auch den ein oder anderen Tipp in der ganzheitlichen Gesundheit geben zu können. Viel Spaß jetzt beim zweiten Teil des Interviews. Dazu hat natürlich aber der Kunde dann immer die Wahl, etwas zu tauschen. Einfach zu sagen, nach seinen Bedürfnissen, nach seinen Vorlieben. Du beispielsweise würdest dann das Hähnchen mit rausnehmen, würdest dir dafür ein weiteres schönes vegetarisches Gericht auswählen. Was darf ich in der Genauso. Schwangerschaft dann als Proteinbooster nehmen? Geht auch, ja. Genau. Und Tofu dann halt. vielleicht, oder? Nee, das war die Frage, was darf ich dann in der Schwangerschaft, was dürfen Schwangere dann, die sich vegetarisch ernähren, was bekommen Naja, die also dann? wir haben ja auch bei pflanzlichen Lebensmitteln sehr proteinreiche Lebensmittel, sei es Hülsenfrüchte, Nüsse oder natürlich auch sowas wie Brokkoli hat natürlich einen relativ hohen Proteingehalt im Vergleich zu den Kalorien, die zugeführt werden. Also dementsprechend ist da eine ausreichende Proteinversorgung bei einer dementsprechend auch vernünftigen Lebensmittelauswahl definitiv gewährleistet. Also gerade auch Erbsenprotein, ne? Also zumindest wird ja für die Veganer und Vegetarier viel aus Erbsenprotein hergestellt. Was da immer so Genau, ja. drin ist, ob das so gesund ist, ich denke mal schon, zumindest beim Biomarkt, aber ja. Würde ich auch behaupten, aber auch da hast du natürlich ganz unterschiedliche Qualitäten, ne? Und auch dabei sowas würde ich dann schon auch wirklich darauf achten, dass es vielleicht eben mindestens Bio ist. Ja. Okay. Also gerade Schwangere hast du ja gesagt, sprecht dir an. Also ich werde es auf jeden Fall mal testen. Eure Box. Super gerne. Ja. Also, weil du hast dann auch noch die Wahl zwischen den Snacks, die du dir selber auswählen kannst. Getränke, wie gesagt, ist dabei, Kaffee, Tee, Säfte. Was fällt unter Snack? Ein Snack? Snack ist wirklich auch so konzeptioniert, dass du es dir selber aussuchen kannst. Also, wir haben sowohl Riegel dabei, weil du sagst, Mensch, du bist unterwegs, du brauchst einfach zwischendurch schnell was. Wir Ja. haben aber auch genauso kleine Pralinen dabei, die aus Datteln hergestellt sind, super lecker, haben eine super tolle Fruchtsüße. Ja. Schmecken wirklich fantastisch, wenn man sagt, Mensch, nachmittags Praline, Kaffee, Kuchen, ähnliches. Genauso auch Kuchen, gutes Beispiel, ist genauso dabei, kleine Tassenküchlein, die man sowohl entweder sich machen kann als Dessert nach dem Abendessen, die man aber oder am Nachmittag machen kann, wenn man sagen kann, nee, Mensch, die anderen essen gerade hier ein Stück Kuchen, ich möchte mitmachen, geht auch. Dann kriegt man da das Passende auch dazu. Ja. Und so ist die Auswahl da wirklich groß und ganz wie man das machen möchte. Genau, und dann am Ende wählt man Stellst sein. du die selber her, die Kuchen? Oder Koch? Also, ja, cool. Ja, also Hast du auch das selbst sind gemacht? Backmischungen. Das sind Backmischungen. Viele, viele unserer Produkte haben wir da selber entwickelt. Also die Gerichte, die man nachkochen muss, natürlich sowieso. Aber auch gerade die Backmischung im Bereich Tassenkuchen, Brotbackmischung für morgens oder abends, Brötchenbackmischung, Müslis, all das haben wir tatsächlich selber hergestellt, weil nur da haben wir die Ansprüche, die wir benötigen, gefunden, indem wir es selber gemacht haben tatsächlich. Wow, klasse. Das heißt, man backt sich dann schon montags sein Brot für die Woche, oder? Das ist ja cool.
Genau, das Brot ist so ausgelegt, einfach auch, weil es natürlich ein bisschen Aufwand dabei ist. Es ist eine Brotbackmischung, die ist fertig, aber es braucht natürlich einfach eine gewisse Zeit im Ofen, dass man ein Brot, wenn man sich ein Brot auswählt, dass es gleich für 3 Tage ist. Ja. Und so kann man einmal dieses Brot sich backen, hat dann über die Woche, wie man mag, kann man dann immer wieder was davon essen, als Abendessen, als Frühstück, wie man sich das gelegt hat. Ja. Und hat wirklich nur einmal den kurzen Aufwand des Backens, wobei der Aufwand für sich ist überschaubar. Der Aufwand für den Ofen ist ein bisschen länger. Kriegt jeder hin, oder? Also auch jemand, der nicht kochen kann? Absolut. Also deswegen gibt es auch Rezeptkarten. Das passt tatsächlich ganz gut. Wir haben hier zum Brot zum Beispiel, sieht eine Rezeptkarte so aus. Man hat wirklich vorne gestaltet, ist der Name des Gerichtes, was man sich ausgewählt hat, ein Foto, die Zubereitungszeit und die Schwierigkeit steht drauf und immer natürlich eine nützliche Information, wofür dieses Gericht, für das man sich gerade entschieden hat, wirklich hilft und gut. In diesem Fall ist es eine Proteinquelle. Und dann auf der Rückseite unserer Rezeptkarten hat man sowohl alle Zutaten, die man sich wirklich rauslegen kann, wo man sagen kann, das brauche ich jetzt, und wirklich eine detaillierte Anleitung, wie mache ich das? Ja. Und damit ist wirklich jedem geholfen und jeder kann damit was anfangen. Das ist wirklich kinderleicht. Cool. Ja, klingt sehr, sehr spannend und wirklich viel. Also dafür, für den Preis ist fast schon, ich frage mich gerade, möchte das ein Kunde nachmachen? Also wenn er das ein bisschen von euch gelernt hat in den 6 Wochen, wird er wahrscheinlich nicht auf den Preis kommen. Ich denke mal, ihr kriegt da ja auch Großhändlerpreise und also wenn er selber lostigert und dann sich im Biomarkt das alles so für die Woche... Ja, wenn er... Immer, ja, auf jeden Fall. Also wenn er sagt wirklich, ich möchte es so machen, ich möchte es in dieser Qualitätsstufe auch machen. Ja. Bleiben wir beim Demeter-Hühnchen. Da ist man im Supermarkt, wenn man sich das selber kauft oder im Biomarkt und sich ein Demeter-Hühnchen kauft, ist man bei 45 Euro das Kilo dabei. Das ist teurer als Rinderfilet. Wenn man das so weitermachen möchte, dann relativiert das natürlich super schnell unseren Preis. Ja. Zusätzlich kommt natürlich dazu, dass wirklich nicht nur die Lebensqualität, die man sonst auch so kaum bekommen kann, wo man wirklich sehr suchen muss, dann muss man selber die Bauern ansteuern, dann muss man selber dahin fahren, man muss sich sehr viel kümmern, ist natürlich auch diese Sorgenfreiheit. Also ich weiß, dass ich 100% diese Leitlinien, die vorgegeben werden von deutschen führenden Instituten, von führenden Ärzten rausgegeben wurden, dass ich die komplett einhalten kann. So, ja. Das allein, diesen Aufwand, den man sonst zu Hause bewerkstelligen müsste, mit Taschenrechner, vor jedem Gericht sitzen, ähnliches, das ist einfach bei uns natürlich, läuft im Hintergrund und funktioniert einfach mit, das kriegt man automatisch mit. Ja. Das ist ja genau das, was ich anfangs auch schon erwähnt hatte, mit dem Punkt, wir wollen es wirklich so einfach wie möglich gestalten. Also die Box wird entweder hier in Hamburg von uns persönlich bis vor die Haustür geliefert oder eben mit UPS Express versandt, damit eben auch die Kühlkette optimal eingehalten wird, bis zur Haustür. Das heißt, man muss nicht mehr einkaufen und man hat halt alles genau so vorgegeben, wie es halt optimal ist. Man muss sich im Endeffekt selber keine Gedanken mehr machen. Man kann sich aufs Kochen konzentrieren, lernt natürlich nebenbei noch etwas über, welche Lebensmittel verwende ich, welche Portionsgrößen sind für mich optimal. Mhm. Genau, und hat dann aber auch natürlich diesen Fokus auf dem Kochen und dem Spaß am Kochen. Ja, cool. Und ja, also ich glaube auch, man hat da einen ganz schönen Service. Du kriegst alles nach Hause geliefert. Das heißt, ihr liefert auch mit UPS dann... außerhalb von Hamburg, oder? Ihr liefert ganz Deutschland, oder? Genau, Deutschland. Deutschlandweit liefern wir mit UPS in unter 24 Stunden. Und du siehst es hier im Hintergrund schon, unsere Holzkisten hier, das sind alte Obstkisten aus dem alten Land. Die benutzen wir hier in Hamburg für die Lieferung, um einfach Verpackungsmüll einzusparen, weil das natürlich dann unser Mehrwegkonzept ist. Ja, schön. Und die gibt man dann am Ende, wie läuft das dann? Einmal, oder hat man dann immer einen Austausch, oder... mit der Rückgabe der Box? Genau, also es gibt natürlich viele Kunden auch, die immer mal wieder eine Woche buchen. Ja. Auch da haben wir das inzwischen so, dass wenn die sagen, nein, ich bestelle wieder, lassen wir die Kiste selbstverständlich da, dann wird sie einfach ausgetauscht. Beim nächsten Mal nehmen wir die leere wieder mit, dafür gibt es eine volle zurück. Mhm. So hat man wirklich keinerlei Verpackungsmüll mehr. Genauso ist es bei den gekühlten Lebensmitteln. Da liefern wir in Hamburg in Styroporkisten. Die Kühlelemente können wir zurücknehmen. Also da bleibt wirklich gar keinerlei Verpackungsmüll mehr übrig. Und natürlich in den 6 Wochen, klar, da kommen wir 6 Mal hintereinander, da tauschen wir es einfach aus.
Das ist, ja. Es ist wunderbar und es hilft dem Kunden, es hilft uns und es hilft der Umwelt. Auf jeden Fall. Klasse. Und ihr seid ein Zweierteam oder bisher? Kriegt ihr alles noch so hin? Wow. Ja. Bisher sind wir ein Zweierteam und kriegen noch soweit alles hin. Klar haben wir Unterstützung. Also wir haben, ja, die Idee ist schon ein bisschen länger her. Wir sitzen schon seit, ja, über 4 Jahren an der Idee, haben da auch schon angefangen, überhaupt erste Gerichte zu entwickeln und so weiter. Dass wir jetzt eine Firma gegründet haben, das war letztes Jahr, inzwischen vorletztes Jahr, 2019 der Fall. Und dass wir jetzt die Boxen verschicken, ist seit Ende Juli so. Also jetzt knappes halbes Jahr sind wir am Start. Noch geht es also zu zweit, natürlich haben wir Hilfe. Also die Internetseite haben wir selbst programmiert. Da haben wir aber auch immer wieder Hilfe von Freunden, von Bekannten, die uns da unterstützen können, wenn es da mal wieder Probleme gibt oder hakt. Aber das läuft wirklich sensationell gut. Ja, so mit hilft man dann schon. Abwicklung, Logistik oder so kommt, das meinte ich, ne? Weil das hört sich ja schon viel an, wenn ihr da ganz Deutschland und irgendwie. Ja, aber es ist gut organisiert, es ist gut verpackt, es ist gut vorbereitet. Wie gesagt, 4 Jahre vorher oder 3 Jahre vorher haben wir uns selber Vorlauf gegönnt und sitzen da schon dran. Somit ist jetzt wirklich der Ablauf noch gut zu schaffen, aber wir hoffen natürlich, dass es immer stetig mehr wird und dann bald die ersten Mitarbeiter kommen. Ja, schön. Das hoffe ich auch, auf jeden Fall. Hört sich sehr, sehr gut an. Sag mal, wie ist es denn, wenn die Zuhörer jetzt über diesen Audioformat auf dem Podcast oder auf dem Videoformat auf euch aufmerksam werden? Kriegen die einen kleinen Extra-Olus dazu? Also, ja, können wir super, machen wir super gerne. Also da können wir direkt starten und können wir vielleicht unten in den Shownotes mit aufnehmen und Ähnliches, dass man da 10% auf seine Bestellung bekommt. Schön. Wir freuen uns natürlich immer, wenn das neue Leute ausprobieren mögen. Einfach auf unsere Internetseite gehen, sich die Box mal anschauen, mal gucken, ob das was für Sie ist. Auf unserer Internetseite sind super viele Informationen einfach preisgegeben. Wir haben ein Lexikon mit über 250 Einträgen inzwischen, die einfach Kleinigkeiten erklären. Also wirklich. Wow, also ich lasse mich auf jeden Fall von Treated beliefern, spätestens nach der Entbindung. Nein, ich muss sagen, es hört sich so, so toll an, alles, was Treated da im Gesamtpaket liefert. Ich hoffe, du siehst es genauso und profitierst von dem 10% Gutschein, die Treated großzügigerweise für euch darstellen, wenn ihr auf Treated aufmerksam werdet über meine Kanäle, dann nutzt den Gutscheincode von 10% Faszien-Hamburg. Ja, viel Spaß jetzt weiterhin. Sachen, die immer mal wieder im Alltag fallen, aber was genau ist das eigentlich, kann man da nachschauen, auch zu jedem Krankheitsbild. Was ist das Krankheitsbild, wie bekomme ich das und wie kann ich es im Zweifel behandeln und wie kriege ich das auch mit Ernährung hin? Und klar, dann, wenn jemand unsere Box kaufen mag, freuen wir uns immer. Und in Hamburg würden wir dann ja auch persönlich vorbeikommen. Ja, schön. Echt, das wäre ja, ist ja auch eine Sympathie hier, auf jeden Fall. Schön. Und nach Rissen kommt ihr auch. Also so die Elbvororte, habe ich gehört, macht ihr auch. Schön. Ja, also wir haben uns mal so zur Aufgabe gestellt, alles im Stadtgebiet Hamburg. Ja. Wenn es passt, haben wir auch sogar schon mal nach Ahrensburg geliefert, also auch schon mal tatsächlich außerhalb Hamburgs. Das können wir nicht immer versprechen, aber innerhalb Hamburgs aktuell ist es so, dass man immer noch einen von uns beiden direkt trifft oder sonst, wenn es dann mal ein bisschen mehr wird, dann bekommen wir auch da ab und an mal kleine Unterstützung. Ja. Aber wir liefern es persönlich aus. Es ist einfach flexibler. Man kann klar sagen, hey, dann möchte ich genau die Box haben. Ich kann immer erst ab um 17 Uhr ähnliche Sachen. Da können wir natürlich das genau steuern und genau handeln. Das ist natürlich auch wirklich super. Ja. Geht ihr dann da richtig individuell auf die Kundenwünsche ein oder probiert zumindest, was ihr machen könnt? Wir probieren alles, genau. Also wenn man einen Wunsch hat, dann darf man ihn äußern. Und ich komme aus der Gastronomie, da wird jeder Wunsch erfüllt. Und so versuchen wir das auch umzusetzen.
Es gibt wenig, was wir nicht umsetzen können. Auch das gibt es manchmal, aber in der Regel klappt das immer. Ja, und also die Lieferung ist alles in dem Preis mit drin. Auch UPS jetzt. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und da ist UPS nochmal extra. UPS kommt einen Aufschlag dazu für die Lieferung. Ja. Der liegt aktuell bei 9,90 Euro, der für die Bestellung dazukommt. Ist aber sowohl 9,90 Euro bei einer Singlebox als auch einer Paarbox. Also auch unsere Box gibt es natürlich für zwei Personen. Mhm. Auch da liegt er bei 9,90 Euro, ist einfach ein kleiner Aufschlag zu den Kosten, die wir daran haben. Mhm. Jan hat es vorhin schon erwähnt, es ist eine Expresszustellung. Wie gesagt, die Lieferungen kommen hier montags morgens bei uns an. Da werden Produkte extra für uns hergestellt und am Abend, im Nachmittag verlassen sie unsere Halle schon wieder. Das heißt, am Dienstag kann das Paket morgens schon wieder beim Kunden sein. Das ist natürlich alles ein Aufwand und deswegen kommt da noch so eine Kleinigkeit dazu. Mhm. Aber sonst in der Regel ist alles andere komplett dabei. Ja, schön. Und außerdem können ja erstmal die Hamburger fleißig bei euch bestellen. Auch das, auf jeden Fall. Also ist tatsächlich auch klar, Regionalität, da startet man immer. Wir kommen selber aus Hamburg, wir arbeiten super viel mit Hamburger Firmen auch zusammen, Produkte, die man wieder treffen kann. Unser Tee kommt hier aus Hamburg, wird hier in Hamburg verpackt oder umgefüllt in die Beutel. Kaffee kommt genauso hier von einer kleinen Rösterei in Hamburg. Schön. Aber auch Snacks wie kleine Linsenchips, die wir haben, kommen von Firmen hier aus Hamburg und. Ja, wow. Und bei dieser Vielfalt, habt ihr da auch schon Rezensionen? Schreiben Menschen, was sie davon in den 6 Wochen zum Beispiel? Auf jeden Fall. Findet man auch auf unserer Internetseite. Ja. Haben wir dort eingebunden. Also ich glaube, dieses Seriöseste sind immer Google-Rezensionen, weil da wirklich eine Person dahinter steht. Mhm. Die haben wir soweit auch schon eingebunden. Kann man da auch finden. Klar, über die Social-Media-Seiten genauso, Facebook, gibt es das. Sowohl über die 6 Wochen als auch über die eine Woche. Es sind immer wieder, ich glaube, inzwischen sind wir bei knapp 40 Rezensionen. Kommen stetig welche dazu. Schön. Und jeder, der es ausprobieren mag, darf gerne da seine Meinung zu schreiben. Klasse. Und nochmal zu dem Gutscheincode. Ist ja am besten, wenn man da gleich einen Namen hat. Fast in Hamburg dürfen die Leute eingeben, oder? Bei der Bestellung hätte ich gesagt, kann ich dann auch in die Beschreibung so reinpacken. Ja, gerne. Machen wir genauso. Ach, schön. Sehr schön, Mensch, das freut mich total. Also es ist super spannend, mit euch zu reden. Jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Informations- und Fachaustausch, den ihr liefern wollt auf der Website in naher Zukunft. Da hast du mir, Niklas, schon verraten, ihr arbeitet schon mit einem Arzt in die Richtung. War es richtig? Ja, also wir versuchen einfach ein Kompetenzteam aufzubauen. Ja. Wir haben schon Jan in die Waagschale hier geworfen als Ökotrophologen. Ja. Genauso versuchen wir das in vielen anderen Bereichen auch. Also wir sind dabei mit Kooperationen mit Ärzten dabei. Schön. Jetzt gerade sind wir mit einem im Gange und entwickeln auch mit ihm eine eigene Box. Also nochmal ein weiteres Krankheitsbild, das wird im Bereich des Entzündungshemd liegen. Wow. Also, dass man wirklich Entzündungen aus seinem Körper spülen kann, die auch immer vorhanden sind, die dann nur manchmal ausbrechen. Ja. Genauso ist es aber auch, arbeiten wir mit Hebammen zusammen. Ich hatte das vorhin kurz schon mal angerissen. Mhm. Auch die Ernährung im Wochenbett, also direkt nach der Geburt, kann man super damit abdecken, weil ja wirklich alles nach Hause kommt. Ja. Auch für den Partner im Zweifel mit, wenn man mag. Ja. Das ist ein super Geschenk auch gerade für junge Mütter. Du wirst es ja selber erleben. Ja. Man braucht einfach da die Zeit. Und auch hier haben wir da Hebammen, die da uns unterstützen und das empfehlen. Und genauso wollen wir das auf unserer Internetseite gerne auch hervorstellen. Also für jeden Bereich wirklich einen kompetenten Ansprechpartner haben, der immer wieder was dazu schreiben kann in einer Art von Blogartikeln. Und ja, besonders freuen wir uns auch, dass du auch dabei bist, wenn es um den Bereich gerne. Also, der Faszien geht. Wenn es ja um die Faszien geht. Und ich finde, es ist ja auch so, ich weiß jetzt nicht, wie ihr das auffasst, das Thema Faszien wird viel im Fitnesscenter irgendwie in die Masse getreten und viele denken da einfach nur so, ja,
Bindegewebe muss ich ein bisschen rollen und dann ist alles gut, aber so ist es eben nicht. Also wie ich schon kurz angesprochen habe mit der Aloe Vera, das finde ich so enorm. Ich bin selber sehr fit und mache das jetzt irgendwie seit über 7 Jahren und immer in Bewegung und musste mir auch durch meine eigenen Beschwerden so das Pfeifgerät anschaffen. Also das habe ich für mich getan. Das ist ein ganz, ganz tolles Holzgerät, wo man die Muskeln auf Länge trainiert, wenn man es richtig macht. Auch das wird nicht immer gleich leider vermittelt in den Studios. Und ja, also da muss ich auch beim Rollen, ich musste immer, also ich hatte immer viel mehr Schmerzen und seit ich diese Aloe Vera regelmäßig nehme, ist es unglaublich. Diese Entschlackung, Entgiftung, Entfettung, das, was ihr ansprecht, das ist so toll. Und da gibt es natürlich dann auch Qualitätsunterschiede. Aber ich merke, dass wenn ich das auch jetzt in der Schwangerschaft weitermache, ich habe nichts mit dicken Beinen oder irgendwas. Ne? Das ist so, ja. Also gerne, schreibe ich sehr gerne einfach mal meine Erfahrungen dazu und Erfahrungsberichte oder freue ich mich auch über den Fachaustausch. Ist total spannend und da können mit Sicherheit auch dann die Menschen Fragen stellen und ja, genau, freue ich mich. Sehr, sehr gerne. Also Fragen sind uns natürlich immer willkommen. Also, dass wir Ja. da dann natürlich auch individuelle Bedürfnisse und individuelle Fragen klären können. Ja. Umso besser, wenn da Fragen kommen, die wir dann gerne natürlich auch beantworten, deinen Kunden oder unseren Kunden. Ja, auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell bei Instagram ist. Tretet ihr auch schon so auf, wie wir jetzt heute besprochen haben? Also so total als Fachleute, die nicht, die nur, also sage ich mal, mehr wie Ernährung machen, sondern also das ist ja Wahnsinn, ne? Diese ganzen Krankheitsvolksleiden. Wichtig ist, glaube ich, dass man einfach ein bisschen aufklärt. Einfach Ja. kurze, knappe, erklärende Beispiele nennen kann. Ja. Klar geht das super schnell über Social Media, wo man einfach wirklich, Macht ihr das sei schon, es ein Obst. dass ihr irgendwie über Krankheiten auch sprecht und so? Und Ja, also über Krankheiten an sich. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil wir selber Anbieter von Lebensmitteln sind. Da gibt es in Deutschland relativ klare Regeln, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. ja, bei uns Das auch ist, als Therapeuten so. ja. Heilversprechen darf keiner geben, das ist immer so. Genauso ist es. Wenn du Reporter bist, darfst du schreiben, was du möchtest. Das ist auch gut so. Aber dadurch gibt es natürlich auch viele Falschinformationen, die rumfliegen. Ja. Uns ist es einfach wichtig, und das, was wir schon tun dort, ist einfach immer wieder kleine Tipps zu geben, ob es zu einem Obst oder Gemüse ist, ob es zu einer Krankheit ist oder einfach wirklich, wie starte ich den Tag, was kann ich tun. Ja. Sehr schön. Ja, da können wir uns bestimmt einen guten Guide auch zusammen überlegen. Mit den richtigen Übungen, richtigem Essen und ja. Hängt alles zusammen. Also gerade wenn man da Ernährung mit Sport kombiniert, das ist natürlich am Ende wirklich genau das, was das vielversprechendste ist. Ja, deswegen habe ich mir mittlerweile auch nicht nur das Thema Faszien und Rücken, was so, sage ich mal, Büro oder Büroschmerzen, die typischen Bürotäterschmerzen vorgenommen, sondern mache eben Holistik-Themen, ne? Ganzheitliche Themen. Daher interviewe ich jetzt heute euch. Ja, Ja, passt schön. alles zusammen. Total, ja. Super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein schönes Rundum-Paket, was wir da jetzt haben. Und dann werde ich gerne jetzt mal beenden. Oder habt ihr noch einen Wunsch an eure zukünftigen Einkäufer oder Zukunftskonsumenten? Wir freuen uns über jeden, der einfach sich das anschauen mag, gucken mag, ob das eine Alternative für ihn ist, ob das für ihn passt. Freuen uns über jede Nachfrage. Also, wie gesagt, wir sind zu zweit. Man braucht da keine Hemmung haben, uns anzuschreiben, per Mail, auch das Telefon in die Hand zu nehmen, ist manchmal auch ein schnellerer Weg. Ja. Steht alles auf unserer Internetseite direkt vorne mit dabei. Also, da sind wir gerne bereit, die eine oder andere Frage immer zu klären und freuen uns natürlich über jeden, der so auf uns aufmerksam wird. Ja, sehr schön. Okay. So, ich beende mal die Aufzeichnung. So, jetzt haben wir das tolle Interview komplett. Es war mir eine Ehre, Niklas und Jan zu interviewen. Ich finde es immer ganz klasse, wenn ja, einfach junge Leute sich zusammentun und so eine inspirierende
Geschichte aufbauen, wie jetzt hier ganzheitliche, gesunde Ernährung und dann einfach auch mit ihrem Namen da für die Qualität und die Regionalität stehen. Das finde ich ganz, ganz klasse. Also unterstützt auf jeden Fall, tweetet, vor allem wenn ihr in Hamburg seid, lasst euch beliefern, lasst euch inspirieren mit den Kochideen, backt euer Brot selber. Richtig, richtig cool. So, dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag, wann immer ihr das Interview hört. Schaut auf jeden Fall mal auf meiner Website vorbei. Und gerade was den Stoffwechsel angeht, weil das ja viele Themen sind, die einfach oder viele Menschen interessieren sich fürs Thema Abnehmen und Ernährung. Und ja, also guckt mal auf mein Therapieangebot und checkt mal Gefäßtherapie BEMA. Da habt ihr die Möglichkeit, jetzt für die Hälfte bis Februar noch das Gerät zu testen. Ihr könnt natürlich auch immer in mein Studio kommen in Hamburg-Altona. Ich packe euch aber den Link in die Beschreibung, wie ihr das mit dem Test machen könnt. Und scheut euch nicht, mich zu kontaktieren und auszuquetschen, was es mit diesem tollen Mikrozirkulationsgerät auf sich hat. In diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund und bis zum nächsten tollen Interview.